schon geht es mit dem ersten los und der erste Anrufer heißt Marcel und Marcel ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Marcel. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema, wie sollte es anders sein bei dir in der Sendung? Es geht um die Liebe. Um die Liebe? Es geht um die Liebe. Und ich habe da einen seltsamen Fall. Erzähl, ist es dein Fall? Ja, das betrifft mich. Ja, gut, da bin ich jetzt ganz ruhig. Also das ist so, ich bin ja Solist seit 2 Jahren wieder. Nach der Trennung von meiner Ex. Und ich habe mich in eine aus dem Fernsehen verliebt. In eine aus dem Fernsehen? Ja. Hui, das klingt kompliziert. Wer ist denn die Glückliche aus dem Fernsehen? Ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Lauren Talbot. Nee, kenne ich nicht. Ja, und zwar hat die bei einer Castingshow mitgemacht auf dem bösen Sender. Ich weiß nicht, ob ich den Sender jetzt hier erwähne. Klar, wir sind doch ein ganz offener, toleranter Sender hier im WDR. Da darf man alles sowas sagen. Ja, gut. Es gibt ja nur zwei Sender. Es gibt ProSieben, die machen sowas, der Stefan Raab, und es macht RTL halt sowas. Du hast den Namen von dem Sender gerade schon erwähnt, also von RTL, von Deutschland sucht den Superstar, da habe ich mich in eine verliebt, die es auch unter die ersten 10 geschafft hat. Ah ja. Und die heißt auch Lauren Talbot. Lauren. So. Mhm. Wie alt ist die? Die ist jetzt 17. 17. Die wird nächstes Jahr 18. Ja. Alter, das ist aber für mich gar nicht so eine Schwierigkeit. Das ist nicht die erste Jüngere, die ich hatte. Die Schwierigkeit ist nur dran, wie man an die Adresse eventuell rankommen könnte. Das wüsste ich ja, weil ich weiß ja, wo sie wohnt. Ach, das hast du schon rausgekriegt. Nee, das wird gesagt, ne? Nee, das hat sie gesagt. Also ich weiß jetzt nicht die genaue Anschrift, aber... Und du meinst jetzt, eventuell könnten wir dir dabei helfen, die Anschrift rauszukriegen? Nein, das nicht. Ich meine, da gibt's Mittel und Wege, weil ich meine, es ist ja nur bei DSDS... Weißt du, was ich meine? Hm? Dass du dir das mal ganz schnell abschminken solltest. Was meinst du, wie viele Jungs, ich habe die Staffel nicht verfolgt und kenne diese Sängerin auch nicht. Gehen wir davon aus, dass sie ganz nett aussieht. Wie viele Jungs wahrscheinlich auf die abgefahren sind. Und du bist vielleicht einer von ganz vielen. Und da hat man in der Regel keine Schnitte, wenn man solchen Fernsehleuten schreibt. Ich meine, sie ist hat ja nicht gewonnen, aber trotzdem. Ist das ein äußerst schwieriges und letztendlich ein Unterfangen, was wenig Erfolg verspricht oder gar keinen Erfolg verspricht? Mhm. Besser wäre es, wenn du die Energie hineinpumpen würdest, in eine Aktion eine andere Frau zu finden, als denn hier die Adresse und schreiben. Und ich sag mal, so 98-99% wirst du eine Abfuhr bekommen. Was meinst du, wie oft mir das auch schon durch den Kopf gegangen ist? Ja. Ich meine, solche Leute, gut, ich meine, bei einem Einwohnermeldeamt, da kenne ich mich dann ein bisschen aus. Es gibt zwar die Möglichkeit, sich da sperren zu lassen, nur das muss dann aber schon eine hochrangige Prominente sein. Ja. Und bei DSDS, da geht es den Leuten ja wirklich nur in Format. Und da habe ich dann auch die Hoffnung, dass man die, und wir leben ja leider in so einer Gesellschaft, die schnell vergisst. Ich glaube, du hast gar nicht zugehört, was ich gerade gesagt habe. Ich habe dir schon zugehört. Ich finde, du sollst es sein lassen. Das hatte ich gesagt. Das habe ich auch schon zur Kenntnis genommen. Ja. Weil du eben der Meinung bist, dass es dann halt eben auch viele an... Ja, die, ja weißt du, in der Regel. Ich meine, das habe ich nun so oft mitbekommen schon. In der Regel... ist das so, dass man sich diese Verliebtheiten, die so via Fernsehen, wenn man als Zuschauer vor dem Fernseher sitzt und man sich in einen Fernsehmenschen verliebt, kannst du durch die Pfeife rauchen. Da gibt es nie etwas. Das funktioniert nicht. Da begibt man sich in eine Illusion hinein und das hinterher dann so enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und man hindert sich selbst auch daran, an dem realen Leben teilzunehmen.
Ja, was denkst du mir oft mir so ein Gedanke dann halt, ja, halt auch schon im Kopf rumgeschwirrt ist, was du auch gerade gesagt hast. Und du musst mich auch verstehen, die Situation, wie ich denn nun handeln werde, die ist für mich ja auch gewiss nicht einfach, zumal ich habe ja schon meine Ex-Freundin, die hat sich dann von mir getrennt. Ja. Und das war vor 2 Jahren, von einem Tag auf den anderen. Okay, Marcel, pass mal auf. Und das Thema war jetzt, du bist verliebt in ein Mädel aus dem Fernsehen. Mhm. Und ich glaube, da reden würden wir jetzt im Kreis weiter und weiter und weiter reden. Ich sag dir ganz klar, ich finde, du solltest dich da so schnell wie möglich wieder rausholen aus der Fantasie und die Sache sein lassen. Du wirst ja dann eine blaue Nase holen. Du wirst ja gegen die Wand laufen. Und es sei dir gegönnt, dass du eine nette Frau findest. Geh raus ins Leben, ins reale Leben und versuche, jemanden kennenzulernen. Und mach das nicht übers Fernsehen. Ja, nur wer will schon einen, der nicht mal 50 Kilo wiegt und der auch nach nichts aussieht. Außerdem bin ich dann nach der Trennung von meinem Ex auch sehr introvertiert. Das muss ich. Umso wichtiger ist es halt, dass du dich trainierst und das versuchst. Ja. Ich würde mal sagen, wir beenden mal das Gespräch, weil ich dir schon so klar meine Meinung gesagt habe. Da kommen wir nicht weiter sonst. Ja? Also ich würde sagen, lass es sein und wünsche dir wirklich alles Gute, dass du es im normalen Leben schaffst. Mein Guter. Eine Frage noch. Du hast dann gerade eben halt von am realen Leben teilnehmen gesprochen. Nur nimmt man nicht am realen Leben teil, wenn man versucht, seinen Traum, und das ist ja ein Traum, den ich habe, zu verwirklichen, indem ich mir die Adresse hole. Also wir wollen jetzt nicht nochmal im Kreis reden. Ich habe dir, glaube ich, klar meine Meinung gesagt. Alles Gute von Herzen, Marcel. Tschüss.